Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter von Amal nach Ablungshasen. In Ablungshasen ist wahrscheinlich noch weniger los als hier in Amal. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben eine ganz besondere Unterkunft. Und was genau das ist, das seht ihr dann, wenn wir da sind. Los geht's. Aber bevor es weitergeht, muss ich erstmal den Akku der Kamera wechseln. Wir haben übrigens wieder ein Airbnb-Zimmer. Da Bett. Da Wohnzimmer. Das ist schon irgendwie geil und das kostet gar nicht so viel. Muss man vielleicht mal machen. Also Airbnb kann man durchaus, glaube ich, empfehlen. Außer die Stufen, die sind scheiße. Die sind kurz. Und das Paket knatscht ein bisschen. Moment hier. Ja, so. SD-Karte wechseln. Nee, da sind sie nicht. Gesundheit. Ich hoffe auch, dass wir an uns auf. Angekommen in the middle of the Pampa, also mitten im Nirgendwo. Ganz nett, der hat ein Baumhaus, ein Hobbithaus und jetzt baut er noch irgendwie ein Häuschen. Alles aus natürlichen Materialien und völlig ökologisch. Sehr nice. Wir waren schon kurz drin, aber ich zeige euch das trotzdem nochmal. Wirklich cool. Da Dennis kein Auto hat und so auch nicht einkaufen kann, weil der nächste Ort irgendwie mit der Bahn 15 Minuten oder 30 Minuten weit weg ist und wir ein Auto haben, haben wir gesagt, wir fahren gleich mit ihm einkaufen, denn sonst gibt es morgen ein etwas spärlicheres Frühstück. Bis wir so weit sind, dass wir losfahren, zeige ich euch noch mal kurz das Baumhaus. Im Detail. Sagen, aber ein bisschen wackelt das, wenn ich mich bewege. Also ich fällt es nicht runter. Gebaut hat, die hier in der Umgebung entweder rumliegen oder rumfliegen, einsammelt mit Matsch und Schlamm, bestreicht und daraus dann diese Hütten baut, wie zum Beispiel dieses Baumhaus hier. Wobei, ob die Planbretter hier gelegen haben, wage ich zu bezweifeln, aber so ansonsten alles hier aus der Umgebung.
Übrigens hatte ich gerade den Frosch unter der Dusche. Ich weiß gar nicht. Oh, ist das? Moos. Mooskacke. Er sagte, vielleicht haben wir Glück und sehen morgen früh Elche. Nee, nicht Elche. Hirsche. Dann noch ein kleines Hobbithäuschen. Und derzeit baut er noch ein weiteres da oben irgendwo. Und das sind wir. Sieht man es überhaupt? Nicht so wirklich. Könnte auch ein Hochsitz sein. Und ich glaube, hier ist so seine Werkstatt. Werkbank. Hütte mit Werkzeugen. Ja, hier wird er alles zurecht schnibbeln. Er arbeitet übrigens mit Freiwilligen. Da kann man sich mal bewerben, wenn man Bock hat, hier irgendwie aus Natursachen Hütten zu bauen. Guck mal an. Hier kommt das nächste Hüttchen hin. Es wird aber groß, mein lieber Herr Gesamtverein. Na, wenn man sich das da oben mal anguckt. Selbsttragende Stützen. Hier unten alles mit Steinen quasi ausnivelliert, dass du eine gerade Fläche hast. Hier ein bisschen abgehobelt. Eine Steinzeitaxt hier. Obwohl sie aus Eisen ist. Es wird auf jeden Fall recht groß. Den Filter von der Motorsäge kann man aber auch mal sauber machen. Ah, Hauptsache es funktioniert. Ja, für meinen Geschmack könnte das ein bisschen höher sein hier. So die Stützen. Aber es geht ja. Ah, ich muss schon sagen, das ist ein richtig nices Teil. Also als Kind wäre ich früher froh gewesen, wenn ich so ein Baumhaus gehabt hätte. Richtig nice. Wobei ich muss sagen, der Baum, auf dem das ganze Ding steht, der sieht schon ein bisschen kaputt aus. Ah. Hoffentlich fällt das nicht zusammen. Naja. So, jetzt fahren wir erstmal shoppen. Wir sind jetzt fertig mit der Shoppingtour und haben uns dazu entschieden, heute Abend Pizza zu backen. Der Herr hat einen Pizzaofen aus Lehm gemeißelt. Und dafür waren wir gerade einkaufen. Jetzt, da wir noch ein bisschen Zeit haben, haben wir uns überlegt, dass wir noch einmal einen See angucken, der hier auch in der Gegend ist. Caroline hat sich den Weg erklären lassen und da bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt ankommen. Ist das richtig so, Caro? Ob wir ankommen, wenn ich den Weg weiß? Stefan, ist ein bisschen warm. Ja, der Stern, der sticht. Es ist wieder so schlechtes Wetter heute. Richtig scheiße. Richtig scheiße ist das. Caroline schwimmt tatsächlich ein Ründchen. Hier ist sogar ein bisschen Zivilisation. Ne? Picknickbänke, Holzhütte, sogar ein Boot. Da kann ich die beiden gleich retten. Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen hier die Ruhe und dann geht's weiter zum Pizzabacken. Non più drei Farfelon amoroso, notte giorno di torno girano. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a toncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a toncino d'amor.